Stürme sind unheimlich. An diesem Morgen weht ein ungewöhnlich starker Wind. Die kleinen Züge stehen dicht beieinander. Draußen ist es super windig. Oh, ja, ich hab Angst. Ach, was ist denn an Wind schon unheimlich, ihr Angsthasen? Wie nennst du uns? Wir sind keine Angsthasen. Itibo! Hier steckst du also. Hallihallo, Leute. Hallo. Ist es draußen echt so windig? Ja, man könnte es einen Sturm nennen. Passt heute gut auf euch auf. Okay. Warum? Ist ein Sturm gefährlich? Sehr. Bei Sturm passieren schnell viele Unfälle. Ganz genau. So wie beim letzten großen Sturm. Tony war auf dem Weg zum Hafen. Ach, warum ist es heute so windig? Oh, was knarrt denn da hinten? Der Wind ist zu stark! Oh nein. Der Unfall hat uns alle schockiert. Ja. Der Wind hat Tony umgeworfen? Nee, kein Wind könnte mich umpusten. Da wäre ich mir nicht so sicher, Diesel. Stürme können sogar Berge in die Knie zwingen. Wirklich? Oh, Diesel, musst du nicht bald zur Arbeit? Ach, das stimmt. Armer Diesel. Seit wann hab ich denn Angst vor einem kleinen Sturm? Diesel? Ich höre, Meister Herb. Du bist heute für den Steinbruch eingeplant, aber das Wetter ist scheußlich. Glaubst du, du schaffst das? Aber na logo. Du willst echt los? Ja, na dann bis später. Pass gut auf dich auf. Keine Sorge, Diesel hat alles im Griff. Er schafft das, oder? Ja. Der Wind ist stärker geworden und es hat angefangen zu regnen. Oh, hoffentlich geht es Diesel gut. Bei dem Regen werden die Schienen rutschig. Diesel ist ein zäher Zug, der schafft das schon. Er hat recht, macht euch keine Sorgen. Na gut. Ah! Ich hab Angst. Fix, Lift. Oh. Ja, Meister Herb! Es gab einen Erdrutsch auf den Schienen zum Steinbruch. Einer unserer Züge steckt dort fest. Eure Hilfe wird benötigt. Schon unterwegs, Meister Herb! Was ist passiert? Beim Steinbruch gab es einen großen Erdrutsch. Ein Zug wurde erwischt und braucht unsere Hilfe. Ein Erdrutsch beim Steinbruch? Es hat doch nicht Diesel erwischt, oder? Das wissen wir leider erst, wenn wir dort angekommen sind. Ja, genau. Abfahrt, Liv. Los geht's. Was, wenn es Diesel ist? Oh. Ah, bitte hilf mir doch jemand. Oh, ich mach mir Sorgen. Genie, lass uns Meister Herb fragen, ob es Diesel gut geht. Dann los. Diesel? Diesel? Ach, herrje, ich bekomme bei diesem Sturm kein Signal. Oh, es regnet wirklich richtig stark. Bringen wir das schnell hinter uns. Diesel kann das Funksignal von Meister Herb nicht empfangen und fährt weiter zum Steinbruch. Gar nicht gut. Wie sage ich Diesel bloß, dass seine Schicht gestrichen wurde? Meister Herb! Oh? Meister Herb! Was ist los? Wir sorgen uns um Diesel. Ist er etwa im Steinbruch? Wegen dieses Sturms kann ich Diesel leider nicht erreichen. Ist das wahr? Das ist schrecklich. Bestimmt steckt Diesel jetzt in der Klemme. Meister Herb! Oh, fix! Wir haben Tony rausgezogen. Wir bringen ihn zur Zugfabrik. Verstanden. Gut gemacht. Tony hatte den Unfall beim Steinbruch. Warum antwortet Diesel dann nicht? Meister Herb, glauben Sie, dass Diesel etwas passiert ist? Mal sehen. Diesel? Diesel! Ich kann ihn nicht anfunken. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Es ist gefährlich hier draußen. Fahrt lieber nach Hause. Okay. Diesel! Oh, Genie, komm, wir suchen selbst nach ihm. Was? Aber wir sollen doch nicht draußen bleiben. Wir finden Diesel und bringen ihn zurück, bevor irgendwer was merkt. Weißt du denn, wo Diesel ist? Er wollte zum Steinbruch. Also fahren wir dorthin. Okay. Didipo, Genie. Setta, oh.
Wo fährst du hin? Ich wollte nach Hause und dann habe ich euch gesehen. Sag mal, wo fahrt ihr denn hin? Wir wollten Diesel suchen, weil wir nicht wissen, was mit ihm los ist. Aber bitte kein Wort zu Meister Herb, sonst macht er sich Sorgen. Was? Wir sind bald wieder zurück. Hey, ihr zwei, fahrt vorsichtig. Titipo, Titipo. Endlich geschafft. Oh, Diesel, die Schicht wurde wegen des Sturms abgebrochen. Hast du das nicht gewusst? Was? Abgebrochen? Huch, mein Funkgerät spielt bei diesem Wetter total verrückt. Du solltest schnell nach Hause fahren. Der Sturm zwingt sogar den Berg in die Knie. Fix und Lift hatten vorhin tatsächlich recht. Der arme Diesel ist ganz allein da draußen. Lass uns ihn schnell finden. Ja. Diesel! Diesel! Diesel ist sicher nach Großtöffingen zurückgekehrt. Diesel? Sag mal, wo sind denn Titipo und Genie? Hä? Wieso fragst du? Sie sind losgefahren, um nach dir zu suchen. Sie sind bei diesem fürchterlichen Sturm rausgefahren? Ihr müsst euch wohl verpasst haben. Diesel, das ist ein übler Sturm. Fahr besser nach Hause. Titipo, Genie. Ich werde rausfahren, um sie zu suchen. Oh, Diesel. Diesel! Wo bist du? Ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl. Auf keinen Fall. Diesel geht es gut. Lass uns einfach weitersuchen. Okay. Titipo! Genie! Ich hoffe, Ihnen ist meinetwegen nichts Schlimmes passiert. Ah, ich habe doch ein Signalhorn. Vielleicht können die beiden mich ja hören. Hey, ihr zwei! Oh Mann, hier ist er auch nicht. Hast du das gehört? Ein Signalhorn. War das Diesel? Bestimmt. Titipo, Genie. Diesel. Oh? Da seid ihr ja. Diesel. Endlich. Wir haben dich gefunden. Wir haben uns Sorgen gemacht. Oh Mann, ich hatte ja solche Angst, dass euch meinetwegen irgendetwas zustößt. Zum Glück geht es uns allen gut. Das stimmt. Komm, fahren wir zurück nach Großtöffingen. Okay. Der Regen lässt langsam nach. Das ist gut. Ja. Oh, stopp! Was machen wir jetzt? Die versperren uns den Weg. Oh. Wie kommen wir denn jetzt wieder in die Stadt? Die Container sehen sehr schwer aus. Ah, ich habe eine tolle Idee. Idee? Titipo, Genie und Diesel koppeln sich aneinander. Wenn wir es gemeinsam versuchen, können wir die schweren Container bestimmt beiseite schieben. Du hast recht. Zusammen sind wir viel stärker. Eine super Idee, Titipo. Jetzt lasst uns diese Container aus dem Weg räumen. Okay, tun wir's. Bereit? Und eins, und zwei, drei! Wir haben es geschafft! Zum Glück hat es geklappt. Oh, seht mal, die Sonne kommt raus. Oh? Oh. Wow. Oh, wie schön. Wir haben den Sturm überstanden. Sieht ganz so aus. Ja, jetzt ab nach Hause.
Wo sind sie? Ist ihnen was passiert? Wir sind zurück, Meister Herb! Beim Schnellzug. Es geht euch gut. Ja! Wo wart ihr denn? Didibo und Genie haben nach mir gesucht. Und dann hat Diesel nach uns gesucht. Wurdet ihr verletzt? Ich war so besorgt. Mir geht es gut, Meister Herb. Uns geht's auch gut. Bin ich froh. Andererseits hättet ihr nicht losfahren dürfen. Ja. Ich hatte euch ausdrücklich verboten, bei dem Sturm rauszufahren. Wir werden ab jetzt immer auf sie hören. Es tut uns leid. Zum Glück geht es allen gut. Aber bei schlechtem Wetter sollte man immer vorsichtig sein.